Es ist tatsächlich ganz, 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 ganz interessant. Das Wort kommt aus dem, ich muss mir das aufschreiben, aus dem Piemont. Also es ist Piemonter Dialekt, dieses Also es ist ein Wort. echtes Wort. Ich habe nämlich auch Es das Gerücht ist. gehört, dass es eigentlich gar nicht echt ist, dass es irgendwas, so ein Fantasiebegriff sein Naja, soll. es ist so ein Slangwort, also halt, ja, Dialekt. Und es beschreibt so ein bisschen so, wenn man etwas sieht, was einen überrascht. Und die Geschichte dahinter ist irgendwie, dass 1971, also vor 50 Jahren, als da ein Herr im Designteam an dem da noch unbekannten, also unbenannten Fahrzeug gearbeitet hat, immer wieder in seinem Dialekt dieses Kuntatsch gesagt haben soll. Und dann hat man sich scherzhaft gedacht, hey, warum nennen wir das Auto nicht einfach so? Und dann hat man es so genannt. Ich habe das Gefühl, als Kind ist fast jeder Lamborghini-Fan und man verliert das dann so ein bisschen mit dem Alter. Ja, das kann sein. Wahrscheinlich, weil sie einem irgendwie zu brutal aussehen. Und also ich finde, dass alles, was aktuell bisher tatsächlich von Lamborghini rauskam, irgendwie vom Design her, hat mir dann einfach irgendwann nicht mehr zugesagt. Es gibt nur ganz wenige wirklich schöne Autos, ne? So ein Ferrari 275 vielleicht oder ein 250, solche schönen geschwungenen Formen. Das finde ich ist schön. Alles Ja. andere ist immer so ein bisschen besonders, eigenständig. Es ist nicht wirklich Schönheit in dem Sinne, dass du einfach nur denkst, das ist einfach wunderschön, sondern es hat irgendwie eine Persönlichkeit oder sowas. Ja, also ich finde, also alles, ich finde den Aventador schrecklich, ich finde den Sian Oh. schrecklich, ich finde, es ist einfach, da, also mir ist da viel zu viel los vom Design her. Das ist, wenn man das jetzt, natürlich muss man es dann irgendwie mit Ferrari vergleichen. Da ist einfach weniger Kanten, weniger Zacken, weniger Transformer-Style. Aber das war ja, vielleicht mal abgesehen vom Miura, eigentlich immer der Stil von Lamborghini, immer kantiger zu sein. Auch schon mit dem ersten Countach. Und das haben sie jetzt übrigens auch bei dem neuen versucht, denn das ist der Grund, warum wir überhaupt davon sprechen. Es gibt eine auf, ja, 100, 112 limitierte Sonderedition Lamborghini Countach. Also ein Auto, was modern ist, aber eben so ein bisschen aussieht wie der alte. Man kann es irgendwie schon erkennen, finde ich. Es ist ein bisschen kantiger als das Basisfahrzeug. Was ist das Basisfahrzeug? Ist das ein, das ist kein Aventador. Doch, könnte ein Aventador Ja, oder ein Sian oder sowas sein? Sian, am es ehesten, ist ne? so eine Mischung aus allem irgendwie ein bisschen. Das Getriebe ist beispielsweise das, was auch im Aventador verwendet wird. So dieses 7-Gang-ISR-Getriebe. Übrigens ein super spannendes Getriebe, wenn man sich da irgendwie mal einliest. Das ist ja, Lamborghini sind, meine ich, die einzigen, die dieses Getriebe mit diesen zwei Schaltstangen beziehungsweise vier Schaltstangen dann baut. Und der Antriebsstrang, also Motor, und dann, es ist ja ein Hybrid, ein 48 Volt Hybrid, der kommt aus dem Sian. Also es ist ein V12 noch dazu und die Leistung insgesamt sind 800 PS glatt. Nein. Also er heißt ja LPI 800. Er heißt so, aber er hat 814 PS. Und jetzt werden alle sagen, oh, aber der Sian hat ja 819 PS. Stimmt. Das liegt daran, dass der 6 Liter V12 im Sian nicht 780 PS, sondern 785 PS leistet. Und der E-Motor dann dementsprechend 34. Nicht viel. Hätte man auch Ja. weglassen können. Das ist, ich habe einen Kommentar dazu gelesen, auf unserer Facebook-Seite, dass der E-Motor ja eigentlich, nur da ist, um den V12 zu starten. Quasi der 34 PS Startergenerator, fand ich ganz lustig, weil im Prinzip ist es so. Also für was brauchst du diese 34 EPS, wenn du ein V12 mit weit über 700 PS hast? Wo du gerade Kommentare erwähnst, mir fällt auch was ein, wie dumm ich doch bin. Ich hatte mir extra einen Kommentar schon mal zurechtgelegt, der kam vor einer Weile per E-Mail und ich habe ihn jetzt liegen lassen. Der Zettel liegt ausgedruckt auf meinem Schreibtisch, aber ich habe ihn vergessen für den Podcast mitzunehmen. Dann hätten wir eine Frage in dieser Folge beantworten können. Dann beantworte. Deswegen muss ich mich jetzt entschuldigen. Sorry, beim nächsten Mal dann. Das kommt ja einfach mal so zwischenrein. Okay, keine Zuschauerfrage. Nee, es ist mir gerade so eingefallen. So ein paar Eckdaten noch, einfach weil es irgendwie dazugehört, nach dem Motto Und Autoquartett. weil es cool ist. Das Auto. Bitte? Und weil es cool ist.
Ja, und weil es cool ist. Ja, ich meine, bei dem Auto ist es fast eigentlich nebensächlich. Für mich ist dieses Auto eines von diesen Autos. Du schaust es dir nur an und du weißt, dass es schnell sein wird. Es ist genau das gleiche wie wenn ein Kind so ein Spielzeugauto in der Hand hat, dann weiß es, dass es laut sein wird und macht automatisch die Geräusche, Ja. ohne es jemals gesehen zu haben. Und genauso weiß man bei diesem Auto auch, dass es schnell sein wird. Von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Leergewicht ist überraschend viel, knapp unter 1600 Kilo. Von 0 auf 200 übrigens 8,6 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit 355 km/h. Jetzt kommt aber das Traurige, was wahrscheinlich potenzielle Käufer enttäuschen wird. Die Kiste wird ungefähr 2 Millionen Euro kosten. Und ist schon ausverkauft. Das kommt noch Das weiß dazu. ich gar nicht. Ja, Wahrscheinlich ist sie also das fast schon. das ist das, was man natürlich, weiß ich es nicht genau, aber das ist das, was man jetzt schon hört. Und ich meine, das ist mehr als wahrscheinlich. Lamborghini bringt genauso wenig wie andere Supersportwagenhersteller keine Autos auf den Markt, von denen sie sich nicht sicher sein können, in so einer kleinen Serie, dass die auch alle verkauft werden. Die Ja, bleiben darauf nicht ja. sitzen. Ich muss sagen, ich finde ihn richtig schön. Ich habe so ein bisschen mich auch in meinem Freundeskreis umgehört und dann irgendwie Fotos gezeigt und oder die Leute kannten ihn tatsächlich schon und es war ein sehr zweigeteiltes Bild irgendwie. Die einen meinten so, ah, das kommt überhaupt nicht an das ran, was es halt damals in den 70er, 80ern und dann den frühen 90ern noch gab. Und die andere Ecke war total begeistert und fand den richtig gut. Ich meine, das Ding ist riesig geworden im Vergleich zum Originalen. Es gibt so ein paar schöne Bilder, die Lamborghini dann natürlich mitgeschickt hat, weil man ja diese Analogie hinbekommen will zum Vorgänger, wo beide von oben nebeneinander fahren. Und das ist schon wirklich Wahnsinn. Also wenn man sich überlegt, das sind es 1,5 Meter oder so Unterschied. Das ist echt riesig. Das Original ist relativ klein, aber auch ein bisschen merkwürdig proportioniert, weil er ist sehr breit gleichzeitig, aber Ja. nicht so lang. Hattest du damals ein Poster oder ein Modell von dem Originalen? Wenn, dann hatte ich, glaube ich, ein kleines, also nicht so ein 1 zu 18, sondern so ein kleines Modellauto. Keine Ahnung, was das für eine Größe ist. 1 zu 24 oder noch kleiner. Noch kleiner, so wie Weil das jetzt bei dir für aussieht. mich war eigentlich der F40 das coolere Auto. Ja, ich fand beide gut. Ich hatte tatsächlich auch beide als Modelle. F40, aber auch den F50. Stimmt, Genauso den F50 hatte ich auch. wie den Countach, Diablo. den hatte ich in Schwarz und den Diabolo hatte ich in Gelb. Allerdings waren das schon Die recht, Diablo habe ich auch in Gelb. ja, allerdings waren das recht große Modelle. Also es waren diese Burago-Modelle, die es damals auch immer noch gibt, ja. Ja, mich flasht er nicht so besonders. Also er ist nicht hässlich, aber für mich ist das wieder so ein Musterbeispiel für das, was Lamborghini am besten kann. Sie Ja, bringen schnell alle Geld. einmal im Jahrzehnt ein neues Modell und dann bringen sie ganz viele Sondermodelle von der gleichen Plattform. Ja. Natürlich, also, Für sehr viel Geld. ja, also ich meine, der Sian, was hatte der? Wie viele Modelle gab es da? 61 oder so? Auch zu einem unfassbaren Preis. Man schafft eine künstliche Knappheit. Natürlich könnte man den dann, sobald er einmal entwickelt wurde, einfach 1.000 Mal bauen. Zu einem geringeren Preis. Aber so machst du dir halt in Dafür gibt es ja den Anführungszeichen. Urus. Dafür gibt es ja den Urus.